So, und da sind wir ja schon bei einer weiteren Runde von Princess im, ihr werdet es kaum glauben, mittlerweile 10. Aufnahmeversuch. Ich habe momentan echt Probleme mit OBS. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich glaube allerdings eher, das ist die... Ich wollte gerade sagen, wie weit will die Kamera noch auszoomen? Ich glaube allerdings eher, dass es die Capture Card ist, die da Probleme macht, denn die Aufnahmen vom DS gehen ganz normal weiter. Ich hoffe, dass das jetzt hier einigermaßen klappt. Also, wir gehen gleich mal wieder zurück. Ich habe jetzt mal das Kabel ausgetauscht und jetzt mal gucken. Hoffe ich, dass es nur am Kabel lag. Ansonsten wird es vielleicht relativ teuer, wenn ich eine neue Capture Card da brauche. Verdammt, das sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Und weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's dir versprochen. Also bringe ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendetwas Wichtiges vergessen hast? Willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings wirst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Ach, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Auch wenn wir aus den Schatten entkommen sind, kannst du dich noch nicht zurückverwandeln. Woran das wohl liegen mag? Man sieht sich! Na schön, das hat doch bis jetzt schon mal geklappt. Ich hoffe, das bleibt jetzt so eine Zeit wirklich nur an dem Kabel. Oh, hier ist Sackgasse. Schön. Ich passe. Wie gut ich wieder aufpasse. Da ist der Weg. Und? Was willst du jetzt machen? Dachtest du etwa, ich wäre weg? Eins muss ich dir sagen. Es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und dort kommst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um in die Schatten zu kommen. Wenn du deinen Freunden also helfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage. Verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du auch schön brav bist. Und denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Was willst du tun? Während wir hier reden, breiten sich die Schatten immer weiter aus. Also los, wir haben wirklich keine Zeit. Naja, jedenfalls, ich wollte heute eigentlich... Ich hab mir so gesagt, ja, machst jetzt Zeit. Ausnahmsweise mal, kannst du ein bisschen vorproduzieren. Und jetzt sitze ich hier und nehme da gerade noch um... Entschuldigung. Irgendwie um 2 Uhr nachts sitzt noch die Folge eben schon auf, damit die nicht ausfällt. Hi. So. Und denke mir dann so, ja, das war wohl nichts mit dem Vorproduzieren in falsche Richtung. Naja, dann muss ich das eben dann nochmal machen. Hallo, hier wohnen wir.
Steh auf, du Sau! Ja? Ja? So. Stirb! Stirb, 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 stirb! Ich halte auch den ganzen Tag durch. Ich kann das. Meine Güte, die Kiddies haben da ja was echt Stabiles zusammengestellt. Meine Güte. What's up? Wow. Was für ein sportlicher Wolf. Warte! Diesen Fiesling hast du aber ganz schön sauer gegeben. Bravo! Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordon. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Also bist du nicht allein. Das ist gut zu wissen. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater, diesem törichten Taugenichts. Hallo? Oh, hängen wir hier mal ab, okay? Ach, du meinst den Schild! Psst, nicht so laut! Was höre ich da von einem Schild? Was höre ich da von einem Schild? Dieser Schild ist doch noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in der oberen Abstellkammer sein. Na dann, geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt, also werde ich mich auf die Suche nach den Kindern machen, Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er ein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du doch keine Chance. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollten, ist doch in Moos Haus. Na gut, wenn du das sagst, Boro. Also gut, ich hol da mal den. Hallo? Monster, nichts wie weg! Na, wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Also. Welchen Weg sollen wir nehmen? Also, ich will mir mal kurz den Mond ansehen. Wo ist er denn? Ja, toll. Das ist natürlich der Turm ist ja natürlich drüber, ne? Sieht man den von hier? Nein, das ist der Baum im Weg. Ich will mir doch nur den Mond ansehen. Nee, das scheint ein anderer Mond zu sein, oder? Ich sehe es nicht, er leuchtet so. Ich glaube, dass. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, als ich ein paar Grafiken durchgeguckt habe, dass die 3DS-Version von Ocarina of Time den gleichen Mond verwendet wie Final Fantasy Crystal Chronicles für den GameCube. Das ist genau die gleiche Mondgrafik. Hi, du. Spazieren gehen bei Nacht ist echt der Wahnsinn. Vielleicht kann ich ja heute wieder was Tolles finden. Löcher graben und Schätze finden ist für mich das Allergrößte. Mit dem Gespür muss man nur gründlich genug suchen. Und dann mit Y graben. Da findet man immer was. Na gut, dass du es hast. Weißt du was? Mal zufällig. Machen wir in die Erde kaputt. Graben wir in die Wurzeln kaputt. Das haben sie davon, wenn sie gegen uns sind. Die werden es bereuen, sich mit uns angelegt zu haben. Hat sich voll gelohnt. Wie? Ein Monster! Weiß ich? Wollt ihr uns etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Ja, ich glaube, es ist die gleiche Grafik. Die leuchtet halt nur ein bisschen mehr. Was hast du mit dem Falken vor? Nicht auf uns, nicht auf uns! Da kommt sie schon angerannt. Sag mal, bist du etwa von den Falken angegriffen worden?
Ja? Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Vielleicht kannst du dich von hinten anschleichen, um ihn zu erschrecken. Vielleicht kann ich ihn aber auch auffressen, wenn ich hinter ihm stehe. Also gut, dann kletterst du am besten aufs Dach und überrascht den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen, der wird sich noch wundern, was er davon hat. Oh, ist er fast zu weit. Hi. Tja, jetzt bist du wohl nicht mehr so schlau, wa? Damit sie alle wissen, dass wir da sind. Hi. Du bist doch Leal, oder? Entschuldige, dass ich dich vorhin angegriffen habe. Aber wenn man mich mit diesem Gras ruft, habe ich einfach keine freie Wahl. Ich dachte, da flötet jemand auf einem Gras. Deshalb bin ich gekommen. Es muss wohl deine Stimme gewesen sein. Nur als Geste der Entschuldigung. Wenn du mich an einem anderen Ort rufst, kann ich dir vielleicht behilflich sein. Okay, dann eben nicht. So. Hinein. Lass mich auf den Tisch. Da ist ja der Schild. Komm doch runter. Kommst du doch runter? Geht doch. Du hältst den Ordensschild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn er mit Feuer in Kontakt kommt. Ich meine, wenn du mit Feuer in Kontakt kommst. Also er dann auch. Sieht irgendwie billig aus. Aber besser als nichts. Also gut. Und jetzt das Schwert. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Ach, bestimmt. Was war das für ein Geräusch? Sind das etwa... Sind einfach die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich noch mal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Aber Mo, du bist doch verletzt. Mal kurz die Orientierung. In der gespiegelten Welt finde ich mich nicht so schnell zurecht. Da ist er. Können wir da runterspringen? Nein, natürlich ist es wunderbar eingezäunt. Dann müssen wir warten, bis Mo mit der Laterne vorbeigezogen ist. Oder wir schleichen uns einfach dran vorbei. Das geht natürlich auch. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Dann lege ich ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ach so, es geht doch nichts darüber, bei einem Haus einzubrechen, in dem man sich reinbuddelt. Na, was haben wir denn hier? Du hältst das Ordensschwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. Wunderbar, dann sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir richtig Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest noch einmal in den Wald gehen, in den du diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay. Läuft er da immer noch rum? Eigentlich ist das voll mies, dass wir denen die letzten Waffen klauen. Ich meine, das ist, haben die noch andere Waffen als das Schwert? Wahrscheinlich nicht. Da fühle ich mich irgendwie schlecht bei. Aber okay, es dient einem höheren Ziel. Hi, ich renne hier rum, es sieht keiner, es ist dunkel. Dann legen wir mal einen Zahn zu.
Dann sind wir auch ganz schnell am Ziel. Ich frage mich, ob es hier immer noch diesen Bug gibt, den es in der GameCube oder in der Wii-Version oder vielleicht auch in beiden Versionen gab, wo man das Schattenreich ohne Schwert und Schild betreten konnte. Wenn man davor steht ein Gegner und ich glaube, das war so, wenn man sich da halt reinprügeln lassen, dann konnte man den Check übergehen. Warte. Komm zu meiner Quelle. Deine Erscheinung, eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Es ist eine Falle. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Hi. So, das war es. Das arme Wesen der Finsternis. Tapferer Jüngling. Ich bin Lathorn, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeister unsere Kraft. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten bedeckt worden. Wenn niemand diese Wesen auffällt, wird nicht nur bald Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten gefangen sind. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst, die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Firone begibst und den Lichtgeist dort befreist,
dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Da. Aber wenigstens hat die Quelle uns gleich wieder geheilt. So, an sich würde ich jetzt ja den Part beenden, aber ich würde ganz gerne noch in die Schattenwelt eintauchen, sozusagen. Dann können wir da beim nächsten Mal nämlich gleich passend loslegen und haben dann das quasi schon hinter uns. Ah, schön, sie haben das gefixt, indem sie den Gegner weggemacht haben. Auch gut. Aber ich glaube, das war der Gegner da ganz hinten, den man da hinbringen musste. Pass auf! Sie ist ja gut an. Der Wald von Flione, wie du ihn kennst, wurde mit Schatten überzogen, wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? Klar. Was kämpft man also in deiner Welt? Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Wirklich, tut mir leid, aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Wie auch immer, ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Dafür wirst du mir aber auch deinen Gefallen tun. Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber nicht ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Ich will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir ihn nicht schnell finden. Also los, nicht so träge. Wir wollen diesen Geist schließlich finden. Oh, super. Es schien tatsächlich am Kabel gelegen zu haben, denn wie ihr sehen könnt, ist der Part vollendend aufgenommen worden. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao.